an seiner Nase gearbeitet und auch an seinem Kinn und etwas mit seiner Haut gemacht. Die Anzahl der Eingriffe lässt sich nicht schätzen. Ohne ihn gesehen oder mit ihm darüber gesprochen zu haben, dürften sie so zwischen 5 und 20 oder 30 liegen. Und die Kosten wären dann so bei 100.000 bis 200.000 oder 300.000 Dollar. Alles, was Jacko machte, war exzentrisch. Von der Gesichtsveränderung bis zur Ausgabe von 30 Millionen Dollar für ein neues Album. Es gibt keinen Zweifel, dass Michael Jackson einer der größten Geldverschwender aller Zeiten war. Er hatte einen extrem aufwendigen Lebensstil. Wenn wir mal alles zusammenrechnen, was Jacko in den letzten Jahren ausgegeben hat, dann kommen wir im Schnitt auf mehr als 100.000 Dollar pro Tag, 85.000 Euro. Das ist ein kleines Reihenhaus alle 24 Stunden. Aber dann konnte er sich das nicht mehr leisten. Jacko lebte über seine Verhältnisse. Seine größten Investitionen waren seine Songcatalogs, das Neverland-Anwesen und die Musik, was an sich alles gute Anlagen sind. Aber leider nutzte er sie zu oft für Anleihen. Seine Schulden drohten ihn zu erdrücken. Jackson musste einige seiner Schulden bei Sony mit dem Verkauf der Hälfte eines Rechtekataloges begleichen. Dennoch beliefen sich seine Schulden bei Sony noch immer auf 1 Milliarde Dollar. Das ist verdammt viel. Thriller zum Beispiel wurde 50 Millionen Mal verkauft. Dann war da Bad mit 25 Millionen, auch gut. Dangerous erzielte 26 Millionen. Dann kam History mit 15 Millionen, ganz gut für die meisten Künstler. Aber sorry, nicht genug für Michael Jackson. Und dann war da Blood on the Dance Floor mit nur 4 Millionen und schließlich Invincible mit gerade mal 2 Millionen. Warum also sind die Verkäufe zusammengebrochen? DJ David Morales, der den Remix von Scream und Thriller produziert hat, hat zwar sein Idol noch nie getroffen, aber eine gute Erklärung. Man muss sich entwickeln. Alles verändert sich und du kannst nicht einfach eine Show hinlegen, die dieselben Bewegungen bringt wie Jahre zuvor. Irgendwann musst du dich weiterentwickeln. Ich glaube, Michael ging nicht raus und sah, wie die Kids tanzen. Jacko beschäftigte alle angesagten Producer. Konnten sie ihm nicht sagen, wie sich ein Tänzer von gestern heute bewegen soll? Als ich mit Mariah gearbeitet habe, war es ähnlich. Du schlägst vor, kannst du hier vielleicht mal was anderes machen? Weißt du, du singst schon so lange so. Du machst schon lange immer dasselbe. Ich glaube, für einen neuen Jackson-Producer war das schwierig, so etwas zu Michael zu sagen. Egal wie erfolgreich der neue Producer war. Seine Art zu singen, die visuellen Effekte, wie zum Beispiel mit dem Hut, sahen mit der Zeit für mich aus, als würde er nur noch Klischees erfüllen. Als würde er sich selber kopieren. Er hatte sich in den vergangenen Jahren verkalkuliert. Und er hätte die Verantwortung übernehmen müssen. Man kann es genießen, wenn man erfolgreich ist, aber man muss auch die Schmach ertragen, wenn man versagt. Nach allen Skandalen wollte Jacko seiner Karriere nun einen neuen Schub geben. Hier nun die Frage ans Publikum. Was war der Titel des letzten Jackson-Albums? Michael Jackson, der King of Pop. Sein Album Invincible. Es sollte ihn wieder sichtbar machen. Michael war gerne bereit, in seinem engeren Freundeskreis zuzugeben, dass das aktuelle Album ein großer Fehler war. Er hatte eine Menge anders gemacht in Bezug auf Promotion und Öffentlichkeit. Aber ich finde, grundsätzlich ist es kein schlechtes Album. Invincible kommt sogar in 5 verschiedenen Geschmacksnoten. Es wird alles getan, die Verkaufszahlen nach oben zu treiben. Die gepressten 2 Millionen Alben waren in den ersten paar Wochen an die Hardcore-Fans verkauft. Tatsächlich dachte man, dass genau diese Fans vielleicht sogar 15 oder 20 Exemplare gekauft haben. Michael Jackson war nicht zu toppen. Nicht einmal er selbst konnte das. Es fehlte das Neuartige, das seine Alben wieder zu einem Kassenschlager gemacht hätte. Oh.
Er lebte immer noch wie ein Milliardär, aber seine finanzielle Situation war eher angespannt, um es freundlich auszudrücken. Dies sollte das letzte Album für Sony sein. Er wollte etwas erfrischend Neues machen. Eigentlich glaubte ich nicht, dass Michael zu einem anderen Label gehen würde. Wer sollte ihn in dieser Situation nehmen? Oh, ich glaube, er hätte noch einmal ein Album wie Thriller herausbringen können. Fragt sich nur, wann das gewesen wäre. Michael Jackson, die globale Ikone. Früher schipperten 9 Meter hohe Statuen über die Themse, wenn er ein Album veröffentlichte. Später gibt sich der Weltstar mit einem Auftritt im Exeter City Fußballclub zufrieden. Man mag es kaum glauben, dass ihn niemand mehr hören wollte. Er rief mich an und sagte, hey Uri, ich möchte auf den Mond laufen. Ich möchte meinen eigenen Moonwalk machen. Es hätte mich nicht gewundert, wenn es geklappt hätte. Könntest du dir das Medienaufgebot vorstellen? 6 Milliarden Menschen sehen sich an, wie Michael Jackson in einem Raumanzug seinen Moonwalk auf dem Mond absolviert. Doch er ist nicht ins All gezogen. Er hat sich viel banaler von uns verabschiedet. Michael Jackson, the King of Pop, ist an Herzversagen gestorben. Eine Ikone, die gespaltener nicht sein konnte. Der traurige, fröhlich lachende Junge. Der reiche, arme Mann. Der schwarze, weiße Mensch. Ein Leben weder schwarz noch weiß. Das Leben des Michael Jackson.